Weißt du, ich habe keinen Trainings-PDF-Plan bereit, den ich dir gerade verkaufen kann. Ich stelle es mir gerade so vor, ne, du redest, wenn du was redest, dann redest du aus dem Training. Das heißt, du bist immer im Gym. Wenn du nicht im Gym bist, dann redest du gar nicht. Einfach ein stummer Mann. Wenn man ins Gym geht, dann redest du drauf los. Aber ansonsten immer stumm, still, nichts zu tun. Ja, aber du glaubst nicht, wie viele Leute ins Gym gehen und die Geräte besetzen und einfach nur labern und labern. Und ich da voll auf Pump und so, Digga, komm mal vorwärts, ich will hier trainieren, Mann. Ich hab keine Zeit für deine Scheiße hier. Und wissen willst, wie das Wetter ist, guck deine scheiß Wetter-App an und frag nicht die ganze Zeit dumm rum. Nö, man könnte ja auch das Arsch gegen das Fenster haben und, ja. Ja, man könnte auch einfach, es gibt extra in dem Fitness solche Theken, wo man sich so wie bei der Bar, so irgendwie so runde Dinger drauf sein Getränk und so platzieren kann, da könnte man ja da reden. Nein, man redet beim Gerät, wo man sich so denkt, ja, Brudi, ich bin voll am Trainieren, aber in Wirklichkeit rede ich seit einer halben Stunde über das Wetter, wie scheiße es ist. Ja. Ja, Wetter halt, ne? Und dann denke ich mir jedes Mal, no fucking way. Ich will nur trainieren. Ich will nicht reden. Ich will trainieren. Wenn ich reden will, dann gehe ich in die Lava. So, 360 Bären und 26 Tollkirschen. Übrigens, die Tollkirschen sind etwa knappe 3,5 mal so teuer im Verkauf wie Bären. Interessant. Okay. Der Kompostor ist der voll? Nö, 18 von 30. Kilo natürlich. Da geht noch. Das geht noch. Einer geht noch rein. Aber das letzte Bier. Das letzte Bier darf aber nicht genommen werden. Der Rest ist scheißegal. Aber ja, die Logik geht irgendwie nicht ganz auf. Aber das spielt keine Rolle. Wenn besoffen ist, ist es. Hast du das letzte Mal Bier getrunken? Bier, ewig her. Aber Wein, ich glaube, vielleicht vor 2 Wochen. Bier habe ich echt nicht mehr gern. Also höchstens ein Bier oder so, das ist aber auch wieder fertig. Ich weiß darf nicht. Nicht mehr, sonst gibt es dann am nächsten Tag Bierfürze. Ach, das ist doch scheißegal. Meine Freundin die Decke. Du musst einfach Linsen futtern, das ist nicht so schlimm. Das Linsen sind, wie soll ich sagen, ja. Blocker. Oder wie? Die blockieren das Ganze. Nee, Linsen sind noch mal viel schlimmer. Ah, echt? Da kommt es nicht mehr drauf an. Also wirklich so ein Linsen mit Nudeln machst du sowas in der Art, dann. Oder halt generell nur Nudeln, toll. Teig war, nee, Linsen, sowas. Es gibt ein Rezept Honiglinsen, ne? Hä? Ja, muss ich ihn mal schicken, mal. Das dann. Also ich dachte, ey, die da. Plötzlich okay, ich weiß schon, welches Essen wir dann an einem Zockerwochenende machen werden. Wir werden Honig lesen. Aber der Honig schmeckt, also schmeckt man gar nicht raus. Es ist irgendwie ganz lustig, aber egal. So dezent halt, ne? Also mehr als dezent, wirklich. Aber ja. Okay. So. Ich dachte, hat jemand gehört, aber egal. Ich hab Kalkstein, interessanterweise. Was brauchst du das überhaupt? Für Steinhäuser zum Upgraden. Stimmt, da war ja was mit Upgraden. Naja, braucht niemand. Doch, Steinhäuser ist, glaube ich, das Maximale, was wir so kriegen, ne? Okay. Oder soll ich sagen, mal. Was ist das hier oben? Soll ich einfach mal auf Steinhäuser bleiben? Ja. Ja, also alles andere ist, macht, glaube ich, keinen Sinn. Viel später gehen wir dann auf Kalkhäuser. Eben, machen wir mal. Aber, die dürfen aber kein Kalgon verwenden. Weil ansonsten leben sie länger und das wollen wir nicht. Dann löst sich einfach das Scheißhaus auf. Nee, der ganze Rotz bleibt hängen, also bleibt schön stehen, aber nur die
Mit das schwacke Häuschen, das bleibt einfach, ja, das bleibt stehen. Alles andere geht kaputt. Ah, schwacke Haus, das stinkt von alleine. Ich muss jetzt Stroh farmen. Aber auch gut. Wenn ich jetzt Stroh farme, bin ich dann ein Strohmann? Ja. Grundsätzlich würde ich behaupten, wenn ich eine Firma bin, die Stroh farmt, bin ich dann eine Strohfirma? Ein Strohmann-Farm-Firma. Klingt ganz komisch. Apropos Farmer, ich glaube, dieses Jahr kommt ein neues Farming Simulator. Aber in den Farmer spielen mit irgendwas mit Susi, nee. Nur 16 Steine, alles. Ich kann hier einfach durchs Riet laufen und die ganze Zeit auf E bleiben, dann sammelt er alles ein. Ja. Ich habe immer separat drauf. Warum kaufst du es überhaupt? Warum farmst du das überhaupt? Fürs Lager. Ach so. Weil für Dächer braucht man nur Holz. Jolz! Ja, fürs Materiallager nicht. Ach so, ja, die Billo, die rechne ich gar nicht mehr ein. Hast du eventuell noch Steine rumliegen? Nee, aber deshalb mache ich ja das Materiallager, dass ich gleich Steine farmen kann. Ach so. Nur halt, ein Materiallager braucht mehr Holz, ist das was anderes. Ja, da hat was. Kannst du schlafen etwa? Jo, kann ich. Kann ich? Bis zum nächsten Tag. Wow, das ging jetzt schnell. Ja, guck mal an. Einen Tag, dann können wir wieder Party machen. Die Leute sind nicht mehr zufrieden. People often ask me how it is to live here. Bei minus 90%! Wie? Nur drei Leute? Ich bin ja am Bauen. Minus 90%, Alter. Ja. Da wäre ich schon längstens von der Siedlung abgehauen. Es sind nur drei Leute, die anderen sind ja super. Ja, die drei Leute arbeiten wenigstens, aber... Siehst du, alles gut. Meinst du, da ist noch im grünen Bereich, ne? Ja, wenn die arbeiten, also... So, alles super. Hier. Birke, mach was, Birke. So, ich muss nur noch 12. 12 Steine und circa 50.000 Bretter haben und dann können wir dann... Nee, ich muss noch mehr haben. Oh. Dann können wir wenigstens schon mal zwei Leute befriedigen. Es sind doch mehr Plätze als zwei. Warum? Die anderen zwei Plätze sind dann für die Kinder. Oh. Das ist ja total ineffizient. Warum stecken die alle... Naja. Steine sammeln auf dem Boden geht viel schneller als farmen mit der Spitzhacke. Ist irgendwie ein Armutszeugnis, habe ich so das Gefühl. Ja, aber wenn du Steine sammelst, geht das auch schneller als mit der Spitzhacke. Ja, eben, genau. Ach so, ja. Aber... Das war nicht getreu, ne? Ohne Werkzeug geht's schneller. Also ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. So, Materiallager ist fertig. Jetzt können wir loslegen. Ja, ich warte schon. Gierig auf der anderen Seite, um das Zeug rausnehmen. Na, natürlich nicht. Steinspitzhacke, so, so rüste ich die aus. Warum habe ich Salzstangen dabei? Was soll das? Ja, gibt Essen. Das hast du doch von einem, Gegner. Hm? Ach ja, stimmt. So, was hat's hier drin? Ah, hier hat's Kupferader und Zinnader drin. Ich baue das mal ab. Das gibt nämlich auch immer wieder Steine. 4 Kupfer und 7 Steine.
das Nebenprodukt, ne? Gibt's hier dann. Aber ich habe jetzt zwei Erze abgebaut und trage schon wieder zu viel. Ja, schmeiß das halt ins Lager. Alice hat das Dorf verlassen, Till. Ja, ich bin doch dran. Ich kann doch nicht 100% hier. Scheiße. So. Das ist übel. Oh. So, Steine sind drin. Wir müssen. Jetzt haben beide verlassen. Alter, wir haben jetzt gerade Reputation richtig eingebüßt. Sein Urgroßvater. Ich kann nicht schneller arbeiten, das geht halt nicht. Okay, man darf die Leute nicht so schnell akquirieren, okay. Sorry. Alles gut, wir lernen noch. Wir sind noch lernfähig. Wie viel brauchst du noch? Einfach jetzt Holz circa. Ja, Holz habe ich genügend, aber Steine. Also du sammelst die Steine, ne? Das heißt, vielleicht 10. 10 Steine maximal. Ich habe schon 10 reingelegt. Perfekt. Und ich brauche jetzt circa 12, 24, etwa 96 Bretter oder sowas in der Art. Das wird ganz lustig werden. Aber da haben wir genügend. Boah, dieser Boss hat mich gerade ein bisschen verirritiert. Okay. Ich bring das mal zurück. Ach, Kalkstein, das ich nicht brauche. Darum bin ich so. Ach so, ja, und dann will ich noch. Ach, das alte Spielzeug. Ich muss bauen hier. Ich muss ran hier. So, es ist halt nur Wartezeit, ne? Okay, das heißt, wir müssen zuerst Häuser bauen und dann das Ding. Okay, verstehe. Ja. Kannst du jetzt die Leute zuweisen, weil die so ausgebüxt sind? Das sind die, die keine Häuser hatten. Die neuen Leute, die eigentlich nicht schlecht waren. Warum sind drei ohne Häuser? Einer ist ohne Haus. Warum zeigst du mir drei an? Bei mir zeigt es einen an. Bei mir drei Haus, drei Essen, drei Saufen, drei Bretter, drei schlecht und eins hat wahrscheinlich kein Werkzeug mehr. Bei mir ist nur Dingens. Weißt du, was geil ist? Die Erze spawnen jede Jahreszeit neu. Das heißt, theoretisch könntest du dann kommen und dann können wir das so bauen. Oder farmen zusammen in der Höhle. Mal schauen. So, ist das Haus fertig? Das Dach kommt noch. Wie viel noch? Müssen wir mal gucken. So, Hämmerchen da. So, noch zwei Drittel. Also Steine brauche ich keine mehr wahrscheinlich. So, schwupps, ein Sechstel des Daches ist gemacht. So, jetzt ist dann ein Drittel gemacht und nun muss ich wieder, ja, herstellen! Ich komme zurück. Ich habe nämlich jetzt, glaube ich, so um mal schnell 100 Steine reingelegt. Wow. Okay. Okay, das ist viel. Ja, damit kannst du dann gleich mit dem zweiten Haus anfangen. Ja, dann. Aber das machst du dann komplett aus Stein, ne? Ich mach alles immer aus Stein. Ah, nice, nice. Der Rest wäre ja total Hose. Also, es wär behindert. Warte mal, kann ich die Tante irgendwie beruhigen, dass die nicht gleich wieder ausbüchst?